So, dann auch ganz offiziell herzlich willkommen hier im Tibetischen Zentrum zum Vortrag über die zwei Arten des Buddhismus. Da fragen wir uns gleich, welche sollen denn das sein? Wir haben schon verschiedene Unterteilungen wahrscheinlich kennengelernt und jetzt wartet der Jürgen irgendwie noch mit einer neuen Untergliederung auf. Na, mal sehen, was wir uns da ausgedacht haben und wie interessant das für uns wird. Ist natürlich ein Vortrag, aber dennoch können wir natürlich am Anfang auch so kurz eine gute Absicht, gute Motivation entwickeln. Ich habe mir sagen lassen, das ist nie verkehrt, egal ob man einen säkularen Weg geht oder einen spirituellen Pfad geht. So können wir so einen ganz kleinen Moment uns fokussieren, vielleicht irgendwie einen heilsamen Gedanken, eine heilkräftige Intention in uns wachrufen oder entfalten. Das heißt, dass wir anderen Glück wünschen, selber Freiheit aus Zwängen und vielleicht den Geistesplagen erlangen wollen. Schauen wir, was für uns gemäß ist und nur so ganz kurzen Moment. Ja, und ich würde ganz gerne mit eigentlich so einer kleinen Imagination, Vorstellung beginnen, was mit unserem Thema denn zu tun hat. War ja auch ein bisschen so im Ankündigungstext schon zu ersehen. Also vielleicht mögen wir uns auf der einen Seite wirklich einen steilen Gebirgspfad vorstellen, der je höher wir ihn erklimmen, immer gefahrvoller wird, immer anstrengender wird, wo wir eigentlich auf jeden Schritt und Tritt achten müssen, weil je höher wir kommen, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass wir vielleicht ins Rutschen geraten, dass wir wieder herunterfallen. Und vielleicht können wir auch noch gar nicht das Ende dieses Pfades wirklich absehen. Dieser verliert sich irgendwie in den Nebeln des Hochgebirges. Aber uns ist in Aussicht gestellt, dass wenn wir es schaffen, wenn wir diese stetigen, ansteigenden Pfade oder Stufen erklimmen, dass wir irgendwann auch einen endgültigen Zustand, sozusagen einen Hochsitz, erlangen, von dem aus wir die ganze Welt überblicken können, erfassen können, klar auch verstehen können und vor allen Dingen, wo wir auch dann vielleicht die Fähigkeiten besitzen werden, zum Wohle der Lebewesen zu wirken. Wir sind aus den Niederungen des Samsaras, aus den Sümpfen, könnte man sagen, endlich entkommen. So wie in der Toskana, wo man dann auch auf den Hügeln die Ortschaften gebaut hat, weil unten alles Malaria verseucht war. Und das ist sozusagen die eine Seite, die uns offen steht. Auf der anderen Seite, ich habe leider keinen tatsächlichen Liegestuhl hier aufstellen können, aber stellen wir uns einen vor, vielleicht sogar nett im Garten oder sogar irgendwo an der Küste, lauschiges Plätzchen, wo wir uns einfach ablegen können, im wahrsten Sinne abhängen können und trotzdem die Verheißung damit einhergeht, dass wir spirituell ungemein wachsen, Durchbrüche erzielen, wo wir frei werden von allen Konzeptualisierungen, letztendlich sogar auch von diesen ganzen vermeintlichen Fehlern, Irrungen und Wirrungen, die uns so im täglichen Leben beschäftigen und wo wir eigentlich völlig anstrengungslos, seicht uns ausruhen können und sich so langsam die Erleuchtung von oben so herabsenkt und in unsere Zellen so langsam eindringt oder von innen vielleicht auch so wachgerufen wird. Ja, ich nehme mal an, wenn ich euch jetzt die Qual der Wahl lasse, würdet ihr so als anständige Menschen und Europäer, fleißige, protestantisch von Arbeitsmoral durchdrungene Menschen natürlich immer den gefahrvollen, anstrengenden, schweißtreibenden Weg wählen. Wir halten ja wahrscheinlich nichts von reiner Wellnesskultur und Entspannung und dass man sozusagen durch Arbeitslosigkeit sehr reich wird, daran glauben wir nicht. Aber wenn wir uns überlegen, tatsächlich sind im Buddhismus, natürlich nicht nur im Buddhismus, aber in vielen anderen, ja auch in unserem Leben, aber auch Traditionen, anderen Religionen, oft so zwei grundlegende Strömungen auszumachen. Und ich habe das jetzt mal im Sinne des Buddha-Dharma, also der Lehre des Buddhas, einmal so als pfadloser Weg
beschrieben oder fahrtloser Dharma. Das wäre sozusagen jetzt der Liegestuhl-Buddhismus. Und der andere ist so der Dharma als Pfad, wo wir wirklich uns aufmachen müssen, über sehr lange Zeit anstrengend, mühselig uns weiterzuentwickeln, um dann auf verschiedensten Ebenen neue Errungenschaften zu erzielen, Weisheiten zu entwickeln, um dann irgendwie die Frucht unserer Anstrengungen genießen zu können. Also es eine ist so ein bisschen, dass wir wie so ein Bauer den Acker bestellen, alles mühselig aussehen müssen, bewässern müssen, düngen müssen, ernten müssen, während bei dem anderen irgendwie scheinbar die gentechnologisch aufbereitete Saat von selber zu sprießen scheint und irgendwie alles ganz von selber gedeiht. Das sind so vielleicht grundlegende, erstmal nur Gedankenspiele, die aber jetzt mit, sagen wir mal, innerlichen Wahlmöglichkeiten und auch von der Lehre her mit äußeren Gegebenheiten doch eine ganze Menge zu tun haben. Wenn wir jetzt allein mal die Lehre des Buddhas betrachten, so wissen diejenigen unter euch, die sowieso schon viel studiert haben oder sich mit den Grundströmungen des Buddhismus beschäftigt haben, dass es ja eine ganze Menge an Unterschieden gibt. Natürlich ist immer eine Frage der Skalierung und der Trennschärfe, wo meint man jetzt tatsächlich oder vermeintliche Unterschiede ausmachen zu können, wo bestehen aber vielleicht auch mehr Übereinstimmungen. Es ist immer die Frage, wie fein ich da meinen Blick drauf richte, was ich eher betone, die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten. Aber natürlich hat der Buddhismus sehr viele Übereinstimmungen oder verschiedene Strömungen im Buddhismus, sehr viele Übereinstimmungen. Aber andererseits gibt es eben auch erhebliche Unterschiede, die teilweise wirklich gravierend sind. Und so kann man also gerade, sagen wir mal jetzt, wenn man diese Unterschiede betrachtet, manchmal nicht nur von Abweichung sprechen, sondern manchmal sogar von Art Gegensätzen, von Widersprüchen. Wenn man natürlich jetzt die Gemeinsamkeiten betonen möchte, dieser unterschiedlichen buddhistischen Strömungen, man kann ja fast schon sagen, der unterschiedlichen Buddhismen. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, es gibt eigentlich nicht die buddhistische Lehre. Es gibt viele verschiedene Buddhismen, genau wie im Christentum, wo man auch sagen muss, es gibt da vielleicht nicht die einheitliche christliche Lehre, sondern sehr unterschiedliche Kirchen, sehr unterschiedliche Strömungen, die sich auch nicht immer harmonisch in den Armen liegen, sondern oft sich vehement auch inhaltlich oder in der Geschichte auch zurückblickend dann physisch attackiert haben. Wie dem auch sei, es gibt diese Gemeinsamkeiten, wenn wir die erstmal in den Vordergrund rücken, die in allen unterschiedlichen Strömungen des Buddhismus eine große Bedeutung haben. Wir kennen alle, ich will noch ein paar exemplarisch nennen, die vier edlen Wahrheiten. Das ist eigentlich der Grundschatz, die Grundlehre, die sich in verschiedenen Ausprägungen überall wiederfinden lässt. Und wenn wir dann schauen, auch von der ethischen Seite, Verhaltensseite, gibt es natürlich große Übereinstimmungen, zumindest so einen Minimalkonsens, dass wir davon sprechen können, das Nichtverletzen anderer, Ahimsa, ist die Grundlage buddhistischen Handelns, der buddhistischen Ethik. Dann haben wir neben der Ethik natürlich auch die Philosophie oder die Schauung, die Ansichtsseite. Da ist es besonders die Akzeptanz, dass zumindest die Person, wir selber, Anatta, also eigentlich nicht ich sind oder eine gewisse Selbstlosigkeit aufweisen oder nach Mahayana-Schulen gesprochen, dass wir leer sind von zumindest Eigenexistenz. So hat der Buddha auch immer wieder in zum Beispiel Sutren, die im Pali-Kanon nachzulesen sind, von sozusagen einer Einheit gesprochen. Er hat jetzt wörtlich der Buddha immer wieder gesagt, so wie der große Ozean nur einen Geschmack hat, den Geschmack von Salz, so hat meine Lehre nur einen Geschmack, den Geschmack von Freiheit. So können wir
natürlich sagen, der Buddhismus, die buddhistische Lehre und die Praktiken, die sich daraus ableiten, sind durch und durch auf Befreiung von Leiden und Leidensursachen angelegt. Das ist wirklich die Klammer, die alle Strömungen zusammenhält oder die Basis zumindest bietet. Man könnte noch viele andere Einzelheiten nennen. Natürlich auch irgendwo das Mitgefühl und Güte und solche emotional geprägten geistigen Kräfte. Natürlich geht es generell darum, Hinderliches, Unheilsames abzubauen, das Heilsame zu fördern und von Verblendung zur Weisheit, zur Einsicht zu gelangen. Da gibt es eben eine reichhaltige Palette an Gemeinsamkeiten. Aber wenn wir jetzt eben doch ein Vergrößerungsglas in die Hand nehmen, nochmal genauer den Blick auf die einzelnen Traditionen richten, dann gibt es eben doch die Reihe an verschiedensten gravierenden Unterschieden. Und viele von uns sind wahrscheinlich mit grundlegenden Unterschieden bekannt, aber ein paar können wir nochmal einfach nennen. Für die Wissenden einfach eine Auffrischung oder Wiederholung. Oder vielleicht könnt ihr jetzt einige von euch auch gravierende Unterschiede einfach so nennen. Wir haben ja vielleicht nochmal da die Grundlage schaffend immer diesen Methodeaspekt in der Lehre und Weisheitsaspekt oder den Aspekt der Sichtweise. Normalerweise wird ja davon gesprochen, dass wir Methode und Weisheit immer miteinander verbinden sollten, dass diese beiden Aspekte wie die zwei Schwingen eines Vogels sind. Nur wenn beide mehr oder minder harmonisch zusammenfinden, kann man sich in die Lüfte, sprich zur Befreiung oder bis zum Nirvana hin, entfalten oder dorthin gelangen. Und wenn wir jetzt von Unterschieden sprechen, dann gibt es sowohl auf der Seite der Methode vehemente Unterschiede, als auch im Hinblick auf die Seite der Ansicht oder der Sichtweise der Philosophie. Wenn wir uns vielleicht jetzt erstmal auf die Seite der Methode beschränken, gäbe es da irgendwas, was ihr sofort nennen könntet, was euch offensichtlich ist, bekannt ist? Ja? Na, zum Beispiel der Umfang der Motivation, dass man sich selber befreien möchte. Ja. Versuchen wir sowohl alle Riesen sich zu entwickeln und die Bruderschaft zu haben. Genau, das sind ja vehemente Unterschiede in gewisser Weise, dass man sagt, so von der Intention, von dem eigentlichen Ziel, was man verfolgt, gibt es schon sehr große, zumindest Abstufungen, wenn man die Gesamtschau hinbekommt. Oder ganz platt betrachtet, ist es scheinbar auch widersprüchlich, dass der eine sagt, ja, ich nutze die Lehre oder möchte die Lehre dafür nutzen, dass ich selber dauerhafte Befreiung aus meinen persönlichen Leiden erwirke. Ich möchte mein persönliches Nirvana erlangen. Dann gibt es sozusagen die Motivation im Mahayana, dass man sagt, nein, mein eigenes Wohl ist mir nicht so wichtig. Ich möchte die Bruderschaft zum Wohle sämtlicher Lebewesen erreichen. Da geht es also schon von der Methode, sprich von dem Aspekt der Intention, der Zielsetzung, sehr weit auseinander, ohne Zweifel. Und nicht umsonst spricht man ja dann auch von ganzen Fahrzeugen, unterschiedlichen Fahrzeugen oder Yanas. Das wäre jetzt aber, sagen wir mal, auf der Grundlage der Zufluchtnahme schon eine gravierende Verschiedenheit in der Intention, in dem Ziel. Und wie weit man das dann noch für möglich erachtet, das kommt natürlich als Zusatzaspekt noch hinzu, dass man vielleicht aus der einen Sicht oder in dem einen Jana, in dem einen Fahrzeug, gar nicht so sehr daran glaubt, dass es möglich wäre, überhaupt die vollständige Erleuchtung zu erlangen. Aber persönliche Befreiung, das scheint irgendwie noch möglich zu sein. Ja, dann haben wir den Weisheitsaspekt oder Ansichtsaspekt. Was könntet ihr da für Unterschiede schon ausmachen, benennen? Gerade was die Erkenntnis der letztendlichen Realität betrifft, also werden besonders die gefragt, die irgendwie das Studium vielleicht mitmachen. Ja, zum Beispiel könnte man sagen, im grundlegenden philosophischen System des Buddhismus glaubt man eigentlich daran, dass die Dinge von sich aus existieren. Zwar irgendwie abhängig, aber dass sie so ein gewisses Eigensein führen.
klassisch ausgedrückt, dass sie inhärent existieren, während die höheren Schulen, insbesondere die Prasangika, Madhyamika-Philosophie, die also dem Mahayana-Buddhismus zugeordnet ist, das vehement negieren und sagen, nein, das ist ein reiner Trugschluss, das ist eine reine Illusion. Nichts existiert aus sich heraus. Nichts hat irgendwie ein Deut an inhärenter Existenz in sich. Alles, was ein Phänomen an Eigenschaften besitzt, wird letztendlich durch andere Phänomene hervorgerufen. Aber in diesem Phänomen selber gibt es kein eigenständiges, autonomes, unabhängiges Sein. Und die unteren Schulen würden sagen, nein, wenn das gegeben ist, dann können die Dinge ja gar nicht sie selber sein. Denn wäre eigentlich alles beliebig und könnte eigentlich nichts wirklich existieren. Insofern gibt es hier auch ganz starke Abweichungen voneinander, unterschiedliche Sichtweisen. So können wir sagen, ja, exemplarisch haben wir hier eine ganze Menge Unterschiede, sowohl auf der Methodeseite als auch auf der Ansichtsseite oder philosophischen Seite. Wir wollen uns hier heute Abend allerdings nicht mit den mehr oder minder schon oft beschriebenen, vielleicht auch schon bekannten Unterschieden beschäftigen, uns lieber sozusagen einem neuen Thema, neuen Aspekt zuwenden. Aber wenn wir vorher noch kurz innehalten, dann kann man sich mal fragen, ja, wozu ist es eigentlich nötig? Was ist Sinn und Zweck davon, dass man sich solche unterschiedlichen Spielarten, solche unterschiedlichen Ausprägungen, unterschiedlichen Ansätze, die im Buddhismus oder auch in anderen Aspekten des Lebens immer wieder auftauchen, vor Augen führen sollte? Natürlich geht es darum, Orientierung zu schaffen und vermeintliche Widersprüche aufzudecken, dass man sich klar diesen Unterschieden, verschiedenen Ansätzen auch stellen kann, intellektuell, aber auch dann in der eigenen Lebensart oder in der Praxisform, dass ich nicht irgendwie ja zwei unterschiedliche Ansätze zwar irgendwie vorfinde, mir die aber nicht deutlich sind, nicht klar sind und ich irgendwo so ein bisschen dann in die Mühlen gerate. Kommt oft vor, dass man dann vielleicht in einer Tradition erst beginnt, dann eine andere Tradition kennenlernt und beides eigentlich irgendwie ganz gut findet. Aber mit der Zeit stellt sich dann so die Frage ein, ja, irgendwie passt das ja nicht so ganz zusammen. Also wie ist das jetzt zu verstehen? Wie soll ich konkret damit umgehen? Und der Buddhismus ist ja an sich schon eine sehr füllige Tradition oder Religion oder Erkenntnislehre. Also im Buddhismus selber spricht man von 84.000 Dharmas oder 84.000 Lehrreden. Die sind einfach von der Fülle, vom Umfang her schon wie so ein Ozean. Da Orientierung zu finden, ist schon nicht einfach. Also man kann in dieser schieren Fülle, in diesem Ozean einfach untergehen, weil man sich nicht wirklich zurechtfindet, was soll man jetzt praktizieren, wie soll ich das verstehen und wie hängen die einzelnen Teile miteinander zusammen. Aber es ist nicht nur eben diese Fülle, sondern oft diese Unterschiede, Abweichungen, Diskrepanzen und vor allen Dingen manchmal auch, je nachdem, welche Warte man einnimmt, offensichtliche oder vermeintliche Widersprüche, die hier aufeinandertreffen. Und wenn wir die nicht kennen, nicht damit irgendwie umzugehen, lernen, dann ist es für uns doch früher oder später irritierend und vielleicht hinderlich. Und wir wissen wirklich nicht, wie wir dann mit der Lehre umgehen sollen. Das ist so ein bisschen wie, sagen wir mal, in der Medizin, wenn wir nicht genau wissen, wie wir die Medizin anwenden soll, wofür sie ist. Wenn man die Beschreibung nicht richtig liest, dass unter den Umständen die Medizin so zu verwenden ist, unter anderen Umständen oder bei anderen Krankheitsbildern aber ganz anders, dann kann sich Medizin auch schnell ja eigentlich zu Gift im schlimmsten Falle wandeln. Deshalb ist es sinnvoll, sich eben mit diesen grundlegenden ja, Tendenzen, Strömungen, Herangehensweisen, Erklärungsweisen, Buddhismus vertraut zu machen. Das ist nicht nur für uns hier im Westen förderlich. Wir nähern uns ja in der Regel als relativ unbeschriebenes Blatt diesen buddhistischen Lehren, sondern es ist eigentlich auch für
alle, die so mehr angestammt schon im Buddhismus gesettelt sind, wichtig und hat auch, sagen wir mal, in der Geschichte des Buddhismus so seine Spuren hinterlassen, diese verschiedenen Strömungen. Es ist nicht so, dass das immer eine ganz kontinuierliche und gleichmäßige, konforme Entwicklung oder Fortsetzung von einer Ursprungslehre ist, sondern sie hat eben sehr viel Ausprägungen erfahren, Krisen erfahren, Umbrüche erfahren und auch antagonistische Auseinandersetzungen, teilweise auch bis hin zu Sektierertum. Das sollte man nicht verschweigen, wenn auch im Vergleich mit anderen Religionen wahrscheinlich noch relativ harmlos und zahnlos. Aber es gab in der Geschichte des Buddhismus auch Phasen, wo es sehr kritisch war. Also ich möchte mich da nur mal auf den tibetischen Buddhismus hier kurz beziehen. So im 7., 8., 9. Jahrhundert, eigentlich so ausgehend des 8., 9. bis zum 10. Jahrhundert, gab es auch eine gewisse Degeneration der schon damals früh etablierten buddhistischen Lehre. Und es gab auch viel Konfusion, weil in Tibet eben die unterschiedlichsten Lehren Eingang gefunden haben, von sehr grundlegenden bis sehr komplizierten, hochstehenden, also von den, sagen wir mal, grundlegenden Lehren des Hinayana oder Theravada bis hin zu den äußerst komplexen und tiefgründigen Lehren des Tantrayanas, des Geheimfahrzeugs. Und da hat es sich manchmal so auseinander divergiert, dass man praktisch verschiedene Lager hatte, die sich tatsächlich auch gegenseitig der Häresie beschuldigt haben oder gesagt haben, ihr werdet nicht die richtige Lehre vertreten, nur wir haben die richtige Lehre zur Anwendung gebracht und nur wir sind Halter der echten Lehre. Und so gab es eben viel gegenseitige Kritik und in gewisser Weise vielleicht auch Machtkämpfe. Und das heißt, dass so Anfang des 10. Jahrhunderts oder Mitte des 10. Jahrhunderts ein bengalischer Meister Atisha nach Tibet kam und dort eigentlich so eine Art Neuanfang propagierte, wo auch eine Gesamtschau aller dieser unterschiedlichen Lehren formulierte in dem berühmten System des Stufenpfades zur Erleuchtung oder Lamrim, was hier ja auch unterrichtet wird und im Zuge des systematischen Studiums auch nachher thematisiert wird. Das war eine ungemein wichtige Lehrform, eine Gesamtschau, in der man die vermeintlich sehr unterschiedlichen Methode- und Weisheitsaspekte zu einem gesamten Pfad ordnen konnte, wo man wusste, das sind mehr grundlegende Aspekte, das sind darauf aufbauenden Aspekte und das sind eigentlich die höchsten Praxisformen, die es gilt am Ende dann durchzuführen. Wenn man nämlich diese verschiedenen Erklärungen und Praxisformen auf eine Ebene direkt so gegenüberstellt, dann sind sie kaum verträglich, dann sind sie wirklich sehr unterschiedlich. Man könnte, sage ich auch manchmal in anderen Zusammenhängen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Theravada-Mönch aus Sri Lanka hier in diesen Tempel, wo wir uns gerade befinden, einladen würde, obwohl im Vergleich zu anderen tibetischen Tempeln ist er fast noch harmlos, weil es gibt ja sagen besonders tantrische Gottheiten, in Anführungsstrichen Buddha-Aspekte, wo männliche und weibliche Buddha-Erscheinungen in sexueller Vereinigung sich befinden. Und wenn Theravada-Mönch sowas sehen würde, da wäre wahrscheinlich, wenn er nicht vorbereitet ist, würde er ohnmächtig zusammensacken, weil das ist sowas von abwegig und widersprüchlich zu dem, was er wohl in seiner angestammten Tradition kennengelernt hat. Und so wurde auch der tibetische Buddhismus, weil er gerade diesen tantrischen Aspekt hat, oft als Dämonenkult missdeutet und hat mal alle möglichen Spekulationen angestellt. Aber es ist eben sehr schwer, diesen Aspekt zu verstehen. Und trotzdem hat Atisha und natürlich folgende Meister es geschafft, eigentlich ein harmonisches Gefüge zwischen den Grundsätzen des Buddhismus und solchen sehr hoch
angesetzten, manchmal schwer zu deutbaren Praktiken des Mantrayanas oder des Tantrayanas hinzubekommen. Und das ist ein großer Schatz. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr so von diesen allgemeinen Unterschieden, die wir so andeutungsweise betont haben, zu unserem spezielleren Thema kommen, so hat das sogar auch eine historische Komponente, nämlich bevor Atisha kam, so im 7., 8. Jahrhundert gab es auch, wo der Buddhismus nach Tibet eingeführt wurde, in verschiedenen Wellen, aber das wird gemeinhin als so die erste Welle gedeutet, gibt es eine wichtige Debatte, die recht früh stattgefunden hat. Einige sagen so Ende des 8. Jahrhunderts, um 779, zwischen einem chinesischen Meister und einem indischen Meister, nämlich zwischen Kamalashila, den ja auch einige schon studiert haben oder Schriften von ihm kennengelernt haben, und einem chinesischen, man würde heutzutage vielleicht sagen, so Zen-Meister, oder die chinesische Komponente war ja Chan. Aus diesem Chan-Buddhismus ist dann erst später in Japan und Korea der Zen-Buddhismus entstanden. Und hier sind aber Vertreter zweier unterschiedlicher Strömungen in Tibet aufeinander getroffen und haben auf Dekret des damaligen tibetischen Regenten oder Königs Tisson Dezen eine, manche sagen sogar, zweijährige Debatte durchgeführt, wie auch immer. Und dieser chinesische Meister hieß eigentlich Hashang oder manchmal wird er als Hoshang Mahayana bezeichnet. Hashang oder Hoshang ist so ein chinesischer Titel für so einen Meditationsmeister. Und dieser war eigentlich Vertreter dieses fahrtlosen Dharmas, man könnte auch sagen, der plötzlichen Erleuchtung. Wer sich mit Zen ein bisschen auskennt, da wird oft dieser Begriff Satori genannt, wo man in der Regel einen so plötzlichen, ad hoc Durchbruch zur Wirklichkeit versteht, aus diesen ganzen Illusionen und Gedankengewülsten, mit denen wir uns täglich so rumschleppen. Er war eigentlich ein Vertreter dieser Lehre, dass es möglich ist, ganz plötzlich Erleuchtung zu erfahren, wenn wir eben bestimmte Strukturen unseres Geistes umgehen, aushebeln oder irgendwie überwinden können. Während Kamalashila Vertreter eben dieses indischen Buddhismus war, der grundlegend davon ausgeht, dass es einen Stufenpfad gibt, wo wir uns über lange Zeit kontinuierlich schulen müssen, um von einer Stufe zur nächsten zu kommen. Also wie bei einer Leiter oder Treppe, wenn wir die unteren Stufen nicht gemeistert haben, können wir die höheren eigentlich nicht erklimmen. Und was auch zur Folge hat, dass der Pfad zur Erleuchtung in der Regel unendlich oder zumindest sehr lang ist. Und insofern vielleicht nochmal zurückgehend auf die ursprünglichen Bilder. Da ist diese Treppe oder dieser Aufstieg ins Gebirge. Hier ist der Liegestuhl. Und wenn man sagt, ja, ich muss jetzt nicht ewig da hinaufklettern, um irgendwann zur Erleuchtung zu kommen, sondern es ist sogar möglich, im Ruhezustand durch Nichthandeln, durch Nichtagieren einen plötzlichen Durchbruch Satori zu erlangen, dann sind das ja eigentlich völlig voneinander abweichende Vorstellungen auch dessen, was möglich ist, dessen, was vielleicht Voraussetzung für solche Erkenntnis ist. Von daher haben wir jetzt nicht nur diese unterschiedlichen Fahrzeuge im Buddhismus, vom Hinayana über Mahayana und innerhalb des Mahayanas noch Paramitayana und Mantrayana, sondern wir haben, gerade was die rechte Sicht anbetrifft, ziemlich unterschiedliche Konzepte. Und die wollen wir noch ein bisschen genauer herausarbeiten. Aber vielleicht, bevor wir da anfangen, vielleicht habt ihr schon irgendwelche Anmerkungen oder Fragen, können wir die auch noch kurz aufgreifen. Nicht, dass ich zu viel jetzt von meiner Seite hier euch andichte, wenn schon irgendwelche Bemerkungen da sind.
Ja. Also ich weiß wenig über den Zen-Buddhismus, muss ich gestehen. Vielleicht sagst du da ein bisschen was dazu, was dort eigentlich genau gemacht wird, wenn du es mehr weißt. Ja. Ich habe jetzt ein Bild vor Augen, wie sie dort sehr streng auch praktizieren in den Tempeln und sitzen mit dem Rücken zueinander und mit dem Kopf zur Wand und lange und müssen Schmerzen aushalten. Das ist ja auch eine Form von Anstrengung und Arbeit, die sie dort leisten, den Geist zu fokussieren und zu beruhigen. Mehr weiß ich aber auch gar nicht. Ja. Das ist auch nicht ganz ohne, dass man dann nee. Mit Sicherheit nicht. Und ich denke, dass wir hier im Westen in den meisten Strömungen den Zen eigentlich auch nicht vollständig überliefert bekommen haben. Dass einige Meister haben sogar davon gesprochen, dass man sozusagen dem Buddha den Kopf abgeschnitten hat und nur den Kopf hier herübergebracht hat. Zum Beispiel, er hat mir einen neuen Freund erzählt, das fand ich ganz interessant, dass man hier so Buddha-Büsten findet, ist eigentlich für Asien völlig unüblich, dass man nur so einen Kopf eines Buddhas irgendwo sich hinstellt. Klar, das ist ursprünglich dann dadurch entstanden, dass man von Ruinenfeldern irgendwelche zerbrochenen Buddhas genommen hat und natürlich hauptsächlich den Kopf als sehr anschaulich, interessant, schön dann in den Westen transferiert, in Museen gestellt hat. Aber in Asien wäre es sehr unüblich, wenn man nur den Kopf eines Buddhas irgendwo abbilden oder hinstellen oder wie auch immer würde. Vielleicht kann man das so ein bisschen als symbolhaft bezeichnen, dass wir wahrscheinlich nicht den gesamten Zen-Weg hier im Westen in der Regel kennengelernt haben. Der zum Beispiel Eugen Herigel, der hat auch, glaube ich, in den 20er Jahren lange in Zen-Klöstern in Japan gelebt und hat bemerkenswerte Bücher darüber geschrieben. Eins ist so ganz berühmt, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Aber er hat noch so ein zweites, der Zen-Weg, geschrieben. Und da in diesem zweiten Buch zeigt er eigentlich mehr auch so die Grundlagen oder andere Praktiken auf, die auch Zen-Mönche durchlaufen. Und wir kennen eben genau dieses harte Sitzen in Sessions tagelang, wochenlang vor einer weißen Wand oder wie auch immer, alles ganz reguliert, streng, aber eben ohne viel drumherum, asketisch, rein, also puristisch, puritanisch, könnte man in gewisser Weise sagen. Aber tatsächlich haben die auch natürlich viel Arbeiten, viel andere eigentlich auch Studien teilweise betrieben, Visualisation durchgeführt, auch wahrscheinlich über sowas wie Bodhicitta, also Erleuchtungsstreben, Mitgefühl meditiert. Aber darüber wissen wir wenig, weil uns das dieses ganz nackte, direkte, nicht konzeptuelle im Hier und Jetzt Sitzen fasziniert, um dieser überbordenden theoretischen Ausprägung und dieser ganzen Konzepte, die wir hier im Westen eingetrichtert bekommen, so ein bisschen zu entgehen. Auch natürlich jetzt gegen Stress und so weiter wird es natürlich auch gerne verwendet. Aber da haben wir wahrscheinlich, wenn wir das Gesamtpaket uns anschauen, eben sehr viele andere Schulungen, die dann auch wieder zum Beispiel mit dem, was wir im tibetischen Buddhismus kennen, übereinstimmen. Und darauf wollte ich auf jeden Fall kommen, dass ich hier natürlich diese beiden Lager so ein bisschen plakativ auseinanderhalte und extra so ein bisschen, sagen wir mal, in so eine Reinform gieße, die so eigentlich nicht vorhanden ist. Aber trotzdem kann man sagen, von dem grundlegenden, ja, Ansatz von der Philosophie, die dahinter steht, gibt es doch sehr große Unterschiede. Auch wenn man jetzt sagen müsste, ja, den Liegestuhl, den muss man auch erstmal sich basteln und vielleicht länger manchmal liegen bleiben, als einem genehm ist, etc. Es kann auch eine anstrengende Sache sein, wenn man da festgebunden wird und sagt, du kommst erst raus, wenn du wirklich entspannt bist oder erleuchtet bist. So ähnlich ist es im Zen, aber eigentlich in der tatsächlichen Übung, zumindest so in bestimmten Ausprägungen, spricht man von Shikantasa, das ist wirklich dieses völlige konzeptfreie in Hier und Jetzt sitzen und wo man Subjekt-Objekt-Dualismen versucht auszuhebeln, teilweise eben auch dadurch, dass man solche Koans verwendet, wo eigentlich so eine bestimmte Aufgabe, die intellektuell nicht zu lösen ist, die völlig sinnentleert ist, aber intensiv bedenken muss, um irgendwann dann
eigentlich das ganze Denken, diese, ich sag mal, den ganzen Denkapparat ad absurdum zu führen oder einfach irgendwie ja, vom Tisch zu wischen, weil er irgendwie selber an seine Grenzen gekommen ist und irgendwie resigniert oder aufgibt. Und das würde nach dieser Tradition zumindest die Möglichkeit auf diesen Durchbruch in eine non-duale Schau ermöglichen, ein Satori. Und alles andere wird mehr oder weniger so als hinzuführen zu diesem möglichen Durchbruch verstanden. Das ist schon zwar begleitendes, vorbereitendes, anstrengendes, was so ein Zen-Mönch da absolvieren muss, aber trotzdem würde man wahrscheinlich sagen, da, wo es drin kulminieren soll, ist tatsächlich ein konzeptfreier, non-dualer Zustand der Einsicht oder ja, Unicum Mystico, wenn man es irgendwie mit christlichen Begriffen verbinden will. Und das ist noch, kommen wir gleich noch drauf, ziemlich andere Vorgehensweise und Grundverständnis dessen, was wir zum Beispiel in bestimmten Strömungen des tibetischen oder klassischen indischen Buddhismus finden, wo es heißt, wir müssen eigentlich sehr viel lernen, sehr viel Konzepte entwickeln, sehr viel analysieren, unseren Geist langsam aufbauen, dass er fähig ist, tiefe Einsichten zu entwickeln. Da ist es eigentlich im Zen oder vergleichbaren Traditionen eher so, dass du dieses ganze Konstruierte eher zerstören musst oder zumindest beiseite schieben musst, um dann die letztgültige Wahrheit erhaschen zu können, erfahren zu können, wo ganz deutlich eigentlich das begriffliche, gedankliche, dualistische, konzeptuelle als Riesenhindernis verstanden wird, als Schleier, was dir die Sicht zur, in die Wirklichkeit eben unmöglich macht. Aber da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Da geht es doch hauptsächlich um die Quarz, die geknackt werden müssen, ne? In einer Tradition, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Soto oder Rinzai ist, wird sehr viel mit diesen diesen Art absurden, logisch nicht zu lösenden Koans gearbeitet, aber nur in der einen Tradition. Ich meine, dieser Jan Bade von der Beta, wie man wieder heißt, hat er den Leon Spiegel geschrieben oder ein paar andere Bücher. Ja. Und der hat gesagt, es gibt sogar Bücher, wo man diese Koans aufgelöst sind. Und wenn er das auswendig lernt oder so, dann kann er das Koran auch weitergeben. Die müssen ja immer zu ihrem abgehen und müssen dann sagen, ob sie jetzt was erreicht haben und was es dann ist. Und das kommt da alles so ein bisschen komisch. Das sollte einem auch komisch vorkommen, weil das ist wieder eigentlich jetzt dieser vielleicht westliche Anspruch, dass man irgendwie alles erklären kann, deuten kann und dass es da so ein Kniff, so ein Trick gibt, wie man doch diese ganz abstrusen Rätsel irgendwie auflösen könnte. Das wäre dann ja der Triumph des Intellekts, dass man sogar das, was eigentlich intellektuell ja gerade nicht zu lösen ist, doch noch lösen und erklären könnte. Da kann man sozusagen. Nee, letztendlich sind die nicht wirklich zu lösen und es gibt dann auch Geschichten, wo dann eben in entsprechenden Zusammenkünften von Schülern mit ihren Meistern der Meister eigentlich sofort erkennt, hat er das verstanden, also ja, verstanden müsste man hier in Anführungsstriche setzen, hat er da irgendwie was anderes erschaut oder hat er jetzt irgendwie nur eine vermeintliche Erklärung für dieses oder vermeintliche Lösung dieses Rätsels gefunden. Wenn es nicht vom ganzen Wesen der Person getragen wird, dann ist es eben noch nicht zum Durchbruch gekommen. Und wenn man meint, irgendwie jetzt verstandesmäßig ein Koan erklären zu können, dann ist man mit Sicherheit in die Irre gegangen. Dann hat man das Koan eben ja verstanden, aber dadurch gerade eben nicht geknackt. Das ist eben das Paradoxe dabei. Also Paradoxien spielen da eben eine große Rolle. Ne? So ein ganz bekanntes Koan, ja, was ist der Laut des Klatschens der einen Hand oder so. Ne? Oder hat der Hund Buddha-Natur, obwohl da könnte man ja
auch viel drüber referieren, aber im gewissen Sinne sind das alles unlösbare Rätsel, wo einfach der Geist aus einer bestimmten Ebene herausspringt und auf eine ganz andere Ebene gelangen soll. Ich habe auch noch eine Frage in Bezug auf die Methode von im Buddhismus. Es gibt ja das viele, die Theravada, die glauben ja an die, also die versuchen ja nur das eigene Wohl zu erreichen. Da sagen ja viele, das ist ja egoistisch gemeint, ne? Egoistisch. Auf der anderen Seite, wenn wir versuchen wollen, die Erleuchtung zu erlangen und unsere Bruderschaft zu erlangen, um alle Wesen aus diesem Universum zu retten, das ist doch auch unmöglich. Natürlich ist es irgendwo unmöglich, dass wir alle anderen Lebewesen erretten, erlösen. Aber die Frage ist ja, wie weit stellen wir von unserer Seite alles bereit, dass wir im Prinzip jedem anderen Lebewesen, was die Voraussetzung bietet, auch zur Erleuchtung führen können. Also ich vergleiche das immer gerne mit so einem Arzt, der letztendlich sich so weit bildet, so viele Eigenschaften, Fähigkeiten aneignet, dass er im Prinzip jeden Kranken heilen könnte, jede Krankheit irgendwie auskurieren könnte. Natürlich kann ein Arzt nie alle Kranken heilen, schon allein dadurch, dass er sie ja gar nicht zeitlich, örtlich, vielleicht auch von den Medikamenten behandeln kann. Aber es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt nur Orthopäde bin oder sagen wir mal der Wunderheiler bin, der prinzipiell alle Krankheiten heilen könnte. Nur alle Menschen können nicht geheilt werden. Die Krankheiten vielleicht ja. Ja, natürlich ist es erstmal eschatologisch gesprochen fast bis in Ewigkeit nicht möglich, dass alle Lebewesen, alle Menschen oder wenn wir wirklich dann noch darüber hinausgehen, alle Lebewesen von sämtlichen Leiden befreit werden. Aber trotzdem kann ich ja irgendwie versuchen, all das bereitzustellen, was von meiner eigenen Seite möglich ist. Dann habe ich ja das Optimum jetzt ganz prinzipiell erreicht. Mehr gibt es denn nicht zu erreichen. Und es ist dann mehr oder weniger auf der Seite der Lebewesen die Frage, wie weit können sie davon profitieren? Aber wenn ich meinetwegen jetzt mein Sohn einen bestimmten Ding unterrichte und ich weiß nur ein, zwei Angelegenheiten, kann ich ihn ja nicht in allen Belangen beraten oder irgendwie unterrichten. Wenn ich jetzt aber sehr viel gelernt habe, kann ich ihm prinzipiell in allen Fragen, mit denen er an mich herantritt, irgendwie ja was Produktives anbieten, Erklärung vielleicht geben oder weiterhelfen, ganz bescheiden mal gesagt. Das ist schon ein Riesenunterschied. Außerdem kann es jetzt auch dialektisch betrachten, dass wenn ich jetzt überhaupt keine Leidensursachen mehr in die Welt hineingebe, dann ist das auch schon ein Riesenbeitrag für die Welt. Rein buddhistisch haben wir ja ziemlich viel auf dem Kerbholz. Über die ganzen Existenzen, wenn man Wiedergeburt akzeptiert, haben wir ja auch unendlichen Schaden sehr vielen oder fast allen Lebewesen immer wieder zugefügt, natürlich auch sehr viel Gutes. Aber wenn man sagt, ja, allein, dass ich jetzt für alle Zukunft keinem Lebewesen mehr einen Schaden zufüge, das ist schon eine Riesenerrungenschaft. Ne? Nimmt sich erstmal bescheiden aus, aber real, wenn mehrere das schaffen würden, wäre es schon ganz gut. Wir können ja nicht mal alle Tiere retten, denen wir begegnen. Ja, aber trotzdem können wir oder sollten wir die Möglichkeiten, die wir wirklich haben, ausschöpfen. Ne? Und darin liegt die große Aufgabe. Und der Buddha hat zumindest in seiner Lehre immer wieder in Aussicht gestellt, dass wir einfach viel mehr Potenziale, schlummernde Potenziale haben, als wir vielleicht glauben. Und da können wir so ein bisschen wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückfinden. Ich möchte einfach nochmal jetzt diesen weglosen Dharma und Dharma als Weg so ein bisschen deutlicher herausschälen, dass wir überhaupt erkennen, welche großen unterschiedlichen
Ansätze sich dahinter verbirgen oder damit verbinden. Und vielleicht können wir das erstmal so ein bisschen an Gleichnissen festmachen. Wir haben ja schon eingangs von diesen zwei Möglichkeiten gesprochen, dass wir einmal wirklich diesen gefahrvollen alpinen Berg besteigen, wo wir aus allen Gewohnten uns immer weiter entfernen, unsere Heimat letztendlich verlassen müssen, im übertragenen Sinne zumindest Familie und Freunde, Bequemlichkeiten, unseren heimischen Herd eigentlich aufgeben müssen und allmählich immer höher steigen und eigentlich, sagen wir mal, das gewöhnliche Leben völlig hinter uns lassen, uns vollständig umstrukturieren müssen, völlig verändern müssen. In gewisser Weise werden wir zu einem Spezialisten, zu einem Bergsteiger und wir werden zu etwas sehr Besonderem. So kann man hier bei diesem damals als Weg die Klassiker der buddhistischen Lehre aufzählen, dass es hier darum geht, zum Beispiel auf diesem Pfad sehr viel Heilsames anzusammeln, Verdienste zu sammeln, natürlich Hindernisse zu bereinigen. Wir müssen unseren Egoismus überwinden, durch Altruismus ersetzen und dies nicht nur eben über kurze Zeit, sondern letztendlich über sehr, sehr lange Zeiträume. Also in den klassischen Lehren wird davon gesprochen, wenn wir den Pfad eines Hörers beschreiten wollen, dann können wir mehr oder minder nur in 7 Leben es schaffen, unsere persönliche Befreiung zu erlangen. Bei einem sogenannten Alleinverwirklicher Pfad geht man davon aus, dass es schon 100 Zeitalter sind, die ich brauche, um an mein Ziel zu gelangen. Und beim Bodhisattva-Pfad, einige wissen es, sind es dann 3 Perioden von zahllosen Zeitaltern, also Äonen, Unendlichkeiten, die wir eigentlich heroisch im Dienste der anderen uns betätigen sollten. Und darüber hinaus müssen wir eben wirklich eine einwandfreie, höchst anspruchsvolle Ethik verfolgen und eigentlich stets die Schleier der Unkenntnis, der Illusion lüften durch kontinuierliches Meditieren, Analysieren. Wir müssen höchste Konzentration ausbilden. Nur so können wir eigentlich die Hindernisse und Verblendung eliminieren. Das sind also einige Aspekte, die wir hier bei diesem gewöhnlichen Stufenpfad vielleicht ansprechen können. Hinzu kommt jetzt, was auch mehr die Sichtweise, die damit einhergeht, betrifft, dass wir eigentlich unseren Geist immer mehr versuchen müssen zu fokussieren, dass er eigentlich normalerweise sehr diffus ist, abgelenkt ist und ja sehr viel innerhalb der 3 höheren Schulungen darauf abzielt, dass wir unseren Geist konzentrieren, ganz bewusst auf einen Punkt, auf ein Objekt, irgendwann beliebig lange fokussieren, konzentrieren können. Während jetzt bei dem sozusagen fahrtlosen System es so scheint, ich sage extra scheint, dass wir eigentlich gar nicht eine besondere Sammlung, gar nicht eine besondere Konzentration entwickeln sollten oder müssten und dass wir auch eigentlich bei diesem fahrtlosen System gar nicht von Meditation sprechen, sondern tatsächlich taucht in solchen Lehren oft der Begriff Nicht-Meditation auf. Wenn man meditiert, würde man schon in die Irre gehen. Warum? Weil es immer dann mit einer Absicht einhergeht, mit einem Anfang, mit einem Ziel. Also letztendlich ist dieser fahrtlose Dharma etwas, wo gar kein Ziel postuliert wird. Man muss also nicht irgendwo von A nach B gelangen, sondern man muss eigentlich erkennen, dass man schon angekommen ist, dass eigentlich alles schon perfekt ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Buchtitel, der besagt, wir haben vergessen, dass wir Buddhas sind. Und nach den klassischen Lehren wäre es so, wir haben zwar grundlegende Potenziale für die Buddhaschaft, aber wir müssen die schrittweise entwickeln. Also genauso wie wir eine Blume irgendwie schrittweise züchten müssen, bewässern müssen, wachsen lassen müssen,
Aber nach diesem pfadlosen System würde man sagen, nein, das ist eigentlich vom Ansatzpunkt schon falsch, weil ich teile damit die Wirklichkeit in mich als Subjekt und das andere mache ich zum Objekt. Und zwischen Subjekt und Objekt tritt ein Spalt, ein Widerspruch auf. Ich sehe es als völlig losgelöst und nur wenn ich Subjekt und Objekt trenne, kann es überhaupt sowas wie eine Bestrebung geben, ein Ziel geben. Wenn natürlich alles irgendwie praktisch holistisch betrachtet ein und dasselbe oder non-dual ist, dann wäre es völlig irrwitzig, irgendwas anstreben zu müssen. Und insofern verbindet sich eigentlich dieser pfadlose Dharma auch mit Nicht-Meditation, mit Nicht-Streben. Es gibt zum Beispiel in Asien, gerade aus dem Daoismus, diesen Begriff Wu-Wei, das heißt eigentlich nicht handeln, nichts tun. So wie ich irgendwie anfange, etwas handeln zu wollen, tun zu wollen, und das ist ja eigentlich mit Absichten, mit Zielsetzung verbunden, gehe ich eigentlich schon in die Irre und kreiere neue Dualismen, neue Spaltung, neue künstliche, eigentlich faktisch nicht vorhandene Trennung von zum Beispiel Ich und Du oder Subjekt-Objekt oder Äußerem und Inneren, Klein und Großen. Man sagt eigentlich hier dialektisch, alles gehört zusammen, klein und groß kann man nur zusammen denken, existieren nur zusammen. Und in der letzten Realität ist es noch nicht mal antagonistisch, dass man sagen kann, dass sie warm und kalt und so, dass sie sich einander bedingen, sondern dass sie sich praktisch aufheben, dass sie überhaupt keine Gegensätze mehr bilden, sondern man geht in diesem pfadlosen System davon aus, nur unser Geist kreiert, konstruiert eigentlich vermeintliche Dualismen, vermeintliche Gegensätze und verfängt sich dann gleichzeitig in diesem ganzen Spiel an Dualismen und Gegensätzen. Und wenn ich jetzt da anfange, irgendwas drin verbessern zu wollen, verändern zu wollen, dann gehe ich diesem Ganzen auf den Leim. Und es wird auch manchmal mit so einem klassischen Beispiel illustriert, wenn wir jetzt hier verschmutztes Wasser haben, dann gibt es, oder was würde ihr sagen, wenn ich das reinigen will, was gibt es für Möglichkeiten? Filtern, ne? Britta lässt grüßen. Der berühmte Britta-Filter, genau. Das wäre eine aktive Vorgehensweise, wo ich sage, ich muss unbedingt dieses Wasser durch einen Filter gießen, um Wasser und Schmutz oder Schwebeteilchen zu trennen. Ne? Das wäre sozusagen der Dharma als Pfad, wo ich aktiv vorgehe, ein Ziel habe und irgendwie ein Resultat anstrebe und durch Handeln erreiche. Das wäre zum Beispiel sehr stark auch in vielen Strömungen des tibetischen Buddhismus gegeben, dass ich also meinen Geist nicht einfach sich selber überlassen kann, sondern ich muss viele Filter anbringen, muss also viel tun, damit dieses Wasser wieder irgendwie gesäubert, gereinigt wird. Die andere Methode wäre aber, das ist der Liegestuhl. Neues kaufen, ja, das ist der Merkantilismus. Na, wenn wir mal an den anstrengungslosen Part denken. Einfach stehen lassen. Man würde sagen, ja, irgendwann werden diese Schwebestoffe, Schmutzanteile sowieso herabsinken und die natürliche Klarheit des Geistes kommt wieder zum Vorschein. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie daran rumrühren würde, versuchen wollte, das zu filtern, dann bringe ich das Wasser ja erstmal wieder in Bewegung und dadurch wird eigentlich die Verschmutzung nur noch schlimmer. Das sind aber völlig unterschiedliche, vermeintlich unterschiedliche Vorgehensweisen und Verständnisweisen. Man sagt, das Wasser, dieser Liegestuhl würde behaupten, ja, alle Anstrengungen wären eigentlich kontraproduktiv. Ich würde eigentlich nur dazu beitragen, dass die natürliche Klarheit weiter irgendwie getrübt bleibt. Ich rühre da drin rum, ich versuche da irgendwie mit einem Filter rumzumachen.
Das wäre eigentlich irritierend und würde den ganzen Prozess, natürlichen Prozess, nur stören. Die anderen sagen, nein, der Geist bzw. das Wasser würde nicht einfach durch Nichtstun sich läutern und reinigen, sondern ich muss unbedingt zusätzliche Mittel aufbieten, zusätzliche Handlungen, Vorgehensweisen wählen, um jetzt dieses Wasser zu reinigen. Aber das ist doch eigentlich toll. Das funktioniert beides. Genau, und da kommen wir natürlich dann auch noch hin. Wir wollen ja auch ein bisschen schauen, was hat das mit uns persönlich zu tun, vielleicht mit unserer Herangehensweise oder vielleicht mit auch Praxisformen, die wir wählen sollten, können. Aber das sind so Grundprinzipien und ich hatte vorhin schon Lisa gegenüber erwähnt, dass das manchmal sogar bei ein und derselben Veranstaltung gelehrt wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an 2002, wo so eine Heiligkeit der Dalai Lama eigentlich eine Kalachakra-Initiation gegeben hat, aber die er gerne nutzt, um viel Belehrung zu geben, eigentlich über diesen Stufenpfad und diese ganzen Schulungen, die wir durchlaufen müssen, ganzen Analysen, die wir vielleicht geistig absolvieren müssen, um zur Klarheit und dann zum Altruismus zu finden. Und dann gibt es ja den berühmten, auch tibetischen Lehrer Sogyal Rinpoche, der hat dann oft nach seiner Heiligkeit abends noch irgendwie so ein Teaching gegeben, Workshop gegeben und dann ging es erstmal darum, einfach zu entspannen, sich hinzusetzen, nichts zu tun und den Geist heimkehren zu lassen. Also letztendlich genau das Gegenprogramm zu dem, was seine Heiligkeit am Anfang gelehrt hat. Und beides hat sicherlich, dann greifen wir schon ein bisschen vor, absolut seine Berechtigung und ist vielleicht für uns auch gut, in einer gewissen Ausgewogenheit beiden irgendwie gerecht zu werden. Aber ich finde, die Wege haben eben doch was Gemeinsames, denn sowohl für den einen Weg als auch für den anderen Weg braucht man Geduld. Ja. Und das ist eigentlich das oberste Ziel, geduldig zu sein und alle Ansprüche eben aufzugeben. Ja. Sie haben sehr viel, also gerade was die Grundlagen anbetrifft, sehr viel Gemeinsames. Und es gibt ja im tibetischen Buddhismus die Lehre von Dzogchen, also von der großen Vollendung, oder Mahamudra, das große Siegel. Gibt auch in der Böen-Tradition, in der Nyingma-Tradition eben solche Dzogchen-Lehren. Und die sind eigentlich alle relativ ähnlich und gibt es irgendwo in jeder einzelnen tibetischen Tradition auch, ohne Frage. Und sie verlangen auch viel an Grundlagen einem ab. Also Dzogchen wird zum Beispiel also Dzogchen wäre jetzt eine konkrete Lehre, die mehr jetzt zur Seite des Liegestuhls gehört, zum pfadlosen Pfad. Aber um überhaupt fähig zu werden, solche Meditationen oder eben Nicht-Meditationen durchzuführen, bedarf es eben schon einer großen Vorarbeit. Das wird auch immer betont, dass man nicht einfach nur durch reine Entspannung, reines Loslassen dahin gelangt, sondern man muss schon ganz bestimmte auch charakterliche Voraussetzungen bieten, damit überhaupt diese, ich sag mal, Nicht-Meditation möglich wird, dass man diese Sicht entwickelt, ähnlich wie im Zen-Buddhismus, wo es doch viel mehr Vorbereitung gibt. Deswegen gefällt mir deine Formulierung von dem Liegestuhl nicht so gut, weil das hat irgendwo schon was Wertendes. Ja, gut, ich mache das jetzt eben sehr plakativ. Aber dieser letzte, sagen wir mal, oder der eigentliche Ansatz, das Grundprinzip, was dahinter steht, das hat schon sehr viel damit zu tun, dass ich eben gerade nichts Neues fabriziere, nichts tue und loslasse. Deshalb so ein bisschen plakativ der Liegestuhl, wo ich jetzt ja auch bewusst nicht Tätigkeiten auf mich nehme, nicht irgendwo hinrennen will, wo ich keine besonderen Ziele habe, sondern mich zurücklehne, loslasse und eigentlich mich selber ablege. In dem Sinne
ist es so ein bisschen der Liegestuhl, der verheißungsvoll da auf uns wartet. Auf der anderen Seite ist wirklich von vornherein oder durchgängig die Anforderung, nein, wir müssen ständig eigentlich bestimmte Anstrengungen unternehmen, dürfen nicht locker lassen. Natürlich müssen wir uns auch mal ausruhen, weil wir uns sonst überfordern. Aber eigentlich geht es darum, stetig weiter zu streben, stetig weiter diesen Pfad, ansteigenden Pfad zu erklimmen. Es gilt nur eigentlich, denn sich auszuruhen, wenn wir erschöpft sind. Aber sobald wir wieder zu Kräften gelangt sind, sollten wir weiter streben, weiter analysieren und dann erst durch diese ganzen Anstrengungen, Analysen, ist letztendlich eine tiefe Einsicht in die Realität möglich. Aber in dem Liegestuhl musst du auch deine Gedanken kontrollieren können. Das, ich meine, die Gedanken gehen auch im Liegestuhl, das so alles sind. Ja, aber das ist ähnlich wie mit diesen Schwebeanteilen im Wasser, dass man eigentlich auch nicht gegen die Gedanken angeht, sie nicht als Feinde betrachtet, weil man sie dadurch auch wieder erst, wie diese Schwebestoffe, die dann wieder aufgequält werden, besondere Kraft verleiht, eine besondere Bedeutung verleiht, sondern dass man eigentlich sie bestehen lässt, wie sie sind, eben gerade nichts tut, nicht handelt, nicht daran rumdoktort, sondern einfach sie sich selber überlässt und dann kann der Geist, der tiefer gehende Geist, immer transparenter, immer durchsichtiger werden. Und dann werden langsam, wie beim Wasser, sozusagen eine Tiefe oder andere Aspekte des Geistes von selber hervortreten, aufkeimen, ja, keimen, nicht einfach sichtbar werden oder wird sich manifestieren. Das ist eben das Gegenteil von fabrizieren. Man spricht auch, je nach Übersetzung, in Dzogchen-Lehren und so, dass es gerade darum geht, die Fabrikation, also die selbstgestrickten Muster, Gedanken, Wertung abzulegen, durchlässig zu machen. Und dann ist also der Geist vollends klar, präsent, umfassend, nicht mehr eingeschränkt, nicht mehr getrennt, nicht mehr gespalten in Subjekt, Objekt. Dann erlebt man eigentlich die Wirklichkeit so, wie sie tatsächlich ist. Es ist schon ein bisschen so, als wenn man natürlich gut vorbereitet, aber dann durch diese oberflächlichen Ebenen, gerade von gedanklichen, begrifflichen Mustern, einfach so durchsinkt. Und im Hinduismus Vedanta-System gibt es auch so ein klassisches Beispiel, dass wir in unserer Verblendung irgendwie denken, wir sind völlig getrennt von dem Rest der Welt oder von dem Universum oder von der Wirklichkeit. Und das wird oft damit verglichen, dass wir wie so ein Tontopf sind. Aber die Aufgabe besteht in gewisser Weise darin, jetzt entweder aus diesem Tontopf herauszutreten und zu sehen, ja, eigentlich bin ich nicht dieser enge kleine Tontopf, sondern ich bin die Weite des Seins oder eins mit allen anderen. Oder aber, es wird auch oft so ausgedrückt, dass ich mit der Weisheit diesen Tontopf zerschlage und in demselben Moment erlebe, dass ich nie dieser Tontopf gewesen bin, sondern immer schon eigentlich diese Weite war, diese Offenheit, dieses Allsein gewesen bin. Dann erkennt man sozusagen nachträglich, das war nur eine Illusion. Und ähnliche Ansätze kann man auch hinsichtlich diesem Begriff Buddha-Natur finden, dass man schon sagt, ja, es gibt zwar Potenziale, die muss ich aber entwickeln. Und andere sagen, nein, die Buddha-Natur bedeutet, dass wir eigentlich wirklich jetzt schon Buddhas sind. Wir müssen eben nur dieses illusionäre Netz durchlässig machen, auflösen. Dann werden wir in demselben Moment Buddhas sein. Und tatsächlich gibt es dann auch in Dzogchen, Mahamudra-Lehren oft so ein Aspekt, dass man sagt, wenn ich da hingelange, dann kommen eigentlich alle förderlichen anderen Eigenschaften von selber.
also auch großes Mitgefühl. Da wird teilweise so ein bisschen umgekehrt. Natürlich braucht man auch im Vorfeld gewisse charakterliche Eigenschaften, auch schon Mitgefühl. Aber das tatsächliche umfassende Mitgefühl entsteht erst dann, wenn ich diese Einheit, dieses Nicht-Duale erfahre. Dann sind mit dieser Erleuchtung oder diesem erleuchteten Geist sofort auch alle weiteren Qualitäten zugegen. Ja? Nachhaltigkeit hat ja 2000 mal auf Einladung von Suvial in Südfrankreich über Dzogchen gesprochen. Ja. Die ganze Veranstaltung über dieses Thema. Und viele waren dann wahrscheinlich, ja, ich war auch ganz neugierig, jetzt spricht seine Heiligkeit über Dzogchen. Im Grunde genommen hat er aber die ganze Zeit immer wieder betont, also es geht jetzt erstmal darum, die ganzen Hindernisse zu beseitigen und den Weg zu gehen und so weiter und dies zu machen und zu erkennen und zu meditieren und Mitgefühl zu entwickeln. Und dann, wenn man sozusagen das alles durchgearbeitet hat, dann kommt Dzogchen. Mhm. Im Grunde genommen hat er dann doch auch wieder über diesen Weg dahin gesprochen und gesagt, wir sollen uns nicht der Illusion hingeben, wir können jetzt uns einfach setzen und Dzogchen meditieren, sondern erst die Vorarbeit leisten und dann öffnet sich das Ganze. Ja. Ja, das ist immer wieder sehr wichtig zu betonen und machen ja auch Meister wie Suge Rinpoche und andere richtige Dzogchen-Meister, die lehren ja auch den ganzen Unterbau. Aber eigentlich diese Schnittstelle zwischen noch normalen Denken und Fühlen und Sein zum erleuchteten Sein, da ist doch irgendwie genau dieses Nicht-Handeln, Nicht-Konzeptualisieren gefragt. Und oft, wenn man Biografien von solchen Dzogchen-Meistern liest oder auch Zen-Meistern, die ähneln sich auch sehr, dann ist es manchmal ganz abstrus, wie dann dieser Durchbruch erreicht wird. So ein Schüler mag sehr lange praktizieren, sehr hart, verzweifelt sein, bereit, alles hinzuschmeißen. Und das ist oft dann genau dieser Punkt, wo vielleicht ein Meister ankommt, zum Beispiel Nishuken Rinpoche hat das so in seiner Biografie geschrieben, da hat sein Meister ihm einen Schuh auf den Kopf gehauen. Und das war für ihn irgendwie so ein Durchbruch, da sind sozusagen alle Schleier gefallen. Nun muss man natürlich so einen Meister haben, der genau den richtigen Zeitpunkt erkennt und auch dann zugegen ist. Aber das sind auch oft wie so bei Koan-Praktiken so Krisensituationen, wo wir eigentlich alles Gewohnte, und wir sind eben in unseren Gedanken eingewohnt, wir mögen gerne klare Übersicht einteilen, ordnen und so weiter. Wenn genau dieses ganze Gefüge auf der Kippe ist, dann sagt man, kann oft ein großer Durchbruch geschehen und wir erleben das Sein ganz anders. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt auch so als moderner Mystiker der Eckhart Tolle, habt ihr vielleicht schon mal von ihm gehört oder was gelesen, The Power of Now, war sogar irgendwann mal mit seiner Heiligkeit beim Symposium, finde ich ganz interessant, kann man auf YouTube angucken. Aber wie dem auch sei, der hatte auch in seiner Biografie so einen Tiefpunkt gehabt, wo nichts mehr klappte, wo er irgendwie ja nichts mehr auf die Reihe kam, am Boden zerstört war und wo er dann irgendwie so ein Erlebnis hatte, wo alles sich drehte. Und da greife ich eigentlich schon ein bisschen vor, soweit ich mich erinnere, beschreibt er aber auch, dass er eigentlich sehr analytisch vorab vorging, weil er hat irgendwie gesehen, dass das, was er jetzt für sein Ich hält, ja nicht sein Ich sein kann, weil er darüber irgendwie Bewusstheit hat. Also wenn das, was ich jetzt als mein Ich betrachte, da ist, dann kann das ja nicht mein Ich sein, weil ich bin ja eigentlich der Betrachter. Und das war für ihn wo auch so ein Auslöser, wie so ein Koan, wo irgendwie klar wurde, ja, das ist eigentlich, kann nicht die Wahrheit sein.
hat er dann ja irgend so ein Erleuchtungserlebnis, auch der Stille des Nicht, oder wie drückt das aus, des Formlosen erlebt. Und genau das ist dann eigentlich so auch Gegensatzpaare oder vermeintliche Gegensatzpaare, mit denen wir es irgendwie immer zu tun haben, dem Formhaften und dem Formlosen. Oder der Stille und sozusagen dem Konkreten oder dem Jenseitigen und dem Diesseitigen. Alles sind so Aspekte in unserem Leben und gerade in den Religionen. Wir sind im Westen sehr stark von Aristoteles, also von mehr so analytischen Denken, klaren logischen Denken geprägt. Aber schon bei den alten Griechen gab es ja auch von Platon über Pythagoras und Epikur und solche Philosophen, die eigentlich mehr so mystisch ausgerichtet waren. Und hätten die sich durchgesetzt, würden wir wahrscheinlich auch jetzt eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge entwickelt haben. Mit der Quantenphysik ist letztendlich eigentlich fast dieses Platonische durch die Hintertür wieder in die westliche Wissenschaft und in westliche Denke hineingekommen. Ganz interessant. Aber da gab es eigentlich auch von Anfang an schon bei den Griechen diese zwei grundlegenden Strömungen, verschiedenen Ansatzpunkte. Und im Buddhismus hat sich es eben auch sehr früh ausgeprägt, dass man diese zwei Komponenten hatte. Aber wir wollen vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, welche Belange zu diesen zwei unterschiedlichen Seiten oder Aspekten gehören. Wir hatten jetzt zum Beispiel davon gesprochen, dass es eben nicht darum geht, absichtlich irgendwie seinen Geist zu konzentrieren oder Konzentration zu üben. Es geht eher um Nicht-Fokussieren, um Auflösen von Konzepten oder bestimmten gedanklichen Prozessen. Wir hatten schon erwähnt, dass damit eigentlich auch dieser Begriff Nicht-Meditation oft einhergeht. Und wichtiger anderer Aspekt ist, dass eigentlich hier durch diesen fahrtlosen Pfad auch die Zeit sehr anders gesehen wird. Das eigentlich ist immer wie bei Eckhart Tolle um the power of now, also hier und jetzt sein geht. Nicht in der Vergangenheit leben, nicht auf die Zukunft ausrichten, weil das wieder Konzeptualisierung, weil das wieder Planen und Handeln und Ziele mit sich bringt, sondern genau hier und jetzt zu sein, wo Zeit eigentlich keine Rolle spielt. Man kann ja auch sogar logisch begründet sagen, es gibt nur das Jetzt. Die Vergangenheit ist ja schon vergangen, die Zukunft noch nicht eingetreten. Insofern gibt es eigentlich faktisch immer nur das Jetzt. Auch wenn wir uns erinnern, sind wir ja im Jetzt. Wenn wir an morgen denken, sind wir im Jetzt. Faktisch gibt es nur jetzt. Und insofern wird in diesem nicht dualen, fahrtlosen Dharma eigentlich auch immer von Zeitlosigkeit gesprochen, dass man eben gerade, sagen wir mal, alles, was zeitbezogen existiert, nicht für wichtig, nicht für relevant erachtet, darauf gar nicht erst eingeht, sondern ganz im Hier und Jetzt bleibt, ohne sich irgendwie auszudehnen. Also es ist auch so ein Gegensatzpaar Ausdehnung und, sagen wir, dem Gesammeltsein. Hier geht es um dieses Gesammeltsein im Hier und Jetzt. Es geht darum, dass wir Zeit generell als Illusion durchschauen, während natürlich bei dem normalen Dharma als Pfad es sehr darum geht, dass wir eben auch Zeitplanung mit in Betracht ziehen, dass wir uns auf lange Übungszeiten ausrichten, dass wir eine Motivation entwickeln, wie wir es angedeutet haben, die eigentlich irgendwie ein Ziel in drei oder nach drei Perioden von zahllosen Zeitaltern eventuell bereit ist zu akzeptieren. Also da geht es auch sehr stark auseinander. Hier und jetzt, keine Planung, kein Pfad,
nur im Jetzt sein und da geht es über einen Pfad über 3 Milliarden von Jahren oder Leben. Es sind schon sehr grundlegende Unterschiede. Dann kann man sagen, in diesem Pfadlosen geht es mehr darum, etwas aufzudecken, im wahrsten Sinne zu entwickeln oder auswickeln, was schon da ist, während es bei diesem Pfadsystem mehr darum geht, etwas zu erbauen, zu erschaffen, zu kreieren, zusammenzustellen, wie so ein Gebäude, was man eigentlich errichtet, wie so eine Kathedrale, die mühsam Stein für Stein errichtet werden kann. Und beim Pfadlosen geht es um das bloße Sein. Bei dem Dharma als Pfad geht es mehr darum, etwas zu erreichen, zu erlangen oder in gewisser Weise auch zu haben. In dem Pfadsystem wird sehr viel auch von Hindernissen, von Läuterungen etc. gesprochen, dass es die gilt, erstmal zu überwinden. Bei diesem pfadlosen System wird eigentlich recht wenig davon gesprochen, außer dass eben diese Konzepte das Hinderliche sind. Das ist eigentlich das Haupthindernis, was es gilt, zu überwinden, um die Realität voll und ganz zu erfassen. Man kann sagen, in diesem pfadlosen System wie Dzogchen Mahamudra geht es eigentlich um das reine Betrachten, nicht wertende Betrachten, zum Beispiel auch des eigenen Geistes, während es in dem Pfadsystem sehr stark darum geht, den Geist selber zu verändern, bewusst bestimmte Dinge zu üben, einzuüben, sich zu konditionieren, Gewöhnungen auszuprägen, also praktisch die Struktur des Geistes zu ändern und mit anderen Qualitäten anzureichern, anstatt einfach das Ganze auf sich beruhen zu lassen, den Geist Geist zu sein zu lassen und rein nur einfach wahrzunehmen. Diese ganze Lehre eigentlich auf beiden Seiten, aber besonders beim pfadlosen Pfad oder pfadlosen Dharma, hat sehr damit zu tun, dass eigentlich alles, was wir wahrnehmen, mehr als Projektion des Geistes verstanden werden. Dass wir sagen, alles, was wir an Vielfalt, an Erscheinungen meinen wahrzunehmen, sind letztendlich eigene Konstrukte, sind eigene Erschaffungen, eigene Fabrikation des Geistes. So kann man ja modern sagen, normalerweise, wenn wir im Kino sind, wird auf eine Leinwand durch Licht etwas projiziert. Alle möglichen Schauspieler, Landschaften, Handlungsstränge etc. Es erscheint eigentlich eine große Vielfalt an unterschiedlichen Akteuren, Dingen, materiellen Sachen, die da erscheinen. Und es ist ein großes Schauspiel. Aber wenn wir uns eben darauf einlassen, werden wir von diesen ganzen Akteuren, von den Handlungen, von dem Schauspiel gefangen genommen. Und würden jetzt vielleicht daran gehen, irgendwas ändern zu wollen. Dann haben wir schon diesen grundlegenden Fehler gemacht, dass wir in dieses Schauspiel irgendwie eintreten oder mitwirken wollen, etwas interagieren wollen. Und das wäre nach diesem pfadlosen System oder pfadlosen Dharma schon ein Grundfehler. Es ginge darum, einfach alles als Licht zu erkennen. Wenn ich mich jetzt umdrehe von dieser Erscheinung der Vielfalt, abwende, schaue, woher kommt das, was ist der eigentliche Ursprung, dann ist es mein eigener Geist, also wie hier im Kino, denn so ein Lichtstrahl, der vom Projektor auf die Leinwand geworfen wird. Dann wird das Vielfache, das Komplexe, das Formhafte auf einmal zu etwas praktisch Formlosen, Einfachen, wird auf eine einzige Quelle zurückgeführt. Und das ist dann nach diesen pfadlosen Dharma-Ansätzen die eigentliche Realität. Das andere ist nur Schein, das ist nur Projektion. Genau wie ein Film ja nicht die Realität ist, sondern nur ein Schauspiel. So gilt es auch, von diesem Vielfältigen abzusehen, sich umzudrehen, zur eigenen Quelle zurückzuschauen und da das Eigentliche zu erkennen. Und dann gibt es eigentlich
Hier hinkt das beispielsweise noch einen externen Betrachter gibt, der im Kino sitzt. Ne? Aber hier nach den Lehren würde man sagen, ja, unser Geist ist es selber, der die Oberfläche projiziert, auf eine vermeintliche Leinwand wirft. Aber letztendlich sind wir in diesem Projizieren alle gleich. Es gibt auch keinen wirklichen Unterschied zwischen uns, sondern es stammt alles aus unserer Quelle. Wir denken uns vielleicht jetzt, es gibt sehr unterschiedliche Wesen etc., aber eigentlich der Mittelpunkt all unseres Seins ist ein und derselbe. Da gibt es keinen Dualismus, keine Spaltung zwischen uns und anderen, innen, außen etc. Das wäre, ja, und dieses Pfadlose hat eigentlich mehr mit Loslassen zu tun, als mit irgendwie etwas Neues schaffen, Neues hervorbringen. Wir haben es schon beschrieben, wie dieses Absinken in eine Tiefe des Geistes, die ursprünglich gegeben ist, nicht fabriziert ist, immer da ist und eigentlich mit zum Beispiel im Zen auch mit der Buddha-Natur gleichgesetzt wird. Dies vielleicht so zu diesen verschiedenen Ausprägungen. Wenn ihr jetzt erstmal da Anmerkungen habt, Fragen habt, Kritik, könnt ihr die ja gerne anmerken. Ich würde bei dem fraglosen Weg eben auch gerne davon sprechen wollen, dass es um das Nicht-Anhaften geht. Eben, um das Nicht-Gebunden-Sein. Ja. Ja. Und wenn du dann eben vom Absinken sprichst, also wenn man dann an Meditation denkt, nein, in Meditation absinken ins Dunkle, nee, das geht nicht. Also verstehst du, was da so unterschwellig alleine nur durch so Wortwahl passieren kann? Ja, mag sein, wenn wir eben davon ausgehen, dass tief unten das Dunkle ist. Aber hier geht es darum, dass tief unten sozusagen das Eigentliche, das Lichte ist und die Oberfläche eben täuschend ist, verwirrend ist, in vermeintlicher Vielfalt, Komplexität sich darbietet und wir eben zu sehr nach außen gewandt sind. Man kann auch von innen außen sprechen, hier unten oben. Ich meinte jetzt auch mehr so im Sinken im Sinne von diesen Schwebeteilchen. Dass wir dann eine Transparenz erreichen. Letztendlich gibt es nach dieser Auffassung kein unten, oben. Alles ist eigentlich gleichwertig. Es gibt zum Beispiel eine Tupac-Hagyu-Tradition, auch so eine Lehre von einem Geschmack, dass alle Dinge nur den einen Geschmack haben. Das kann man auf die Leerheit beziehen, kann sich auf die ursprüngliche Natur der Dinge beziehen. Aber dass man eigentlich jetzt meint, alle Dinge sind konkret, greifbar voneinander zu unterscheiden, existieren so für sich da. Und das ist nach allen Lehren des Buddhas eine grundlegende Täuschung, der wir aufsitzen. Und wenn wir aber jetzt nicht aktiv darin rumdoktoren, sondern einfach die Erscheinung sich selber überlassen, nicht weiter darauf eingehen und in dem Sinne auch loslassen, dann wird sich immer mehr Klarheit im übertragenen Sinne Lichte in uns offenbaren und wir leben immer mehr kongruent mit der Wirklichkeit. Aber wir müssen uns diesen anderen Pfad vor Augen führen, der zum Beispiel besonders stark, was die tibetischen Traditionen anbetrifft, in der Gelug-Tradition propagiert wird, dass da zum Beispiel gesagt wird, wenn wir nicht anfangen, die Wirklichkeit auch intellektuell richtig zu deuten, richtig zu analysieren, dann gibt es keine wirkliche Erkenntnis der Leerheit, der eigentlichen Existenzweise der Dinge. Da wird eigentlich gesagt, ohne Analyse kommen wir nicht zu dieser Erkenntnis. Während die anderen sagen, nee, das ist jetzt sehr verzwackt, wenn man vertrackt und falsch, würde man jetzt anfangen, mit neuen Konzepten irgendwie dieses Ganze erkennen zu wollen, sondern man streicht in gewisser Weise die Segel und sagt, ich halte inne,
halte alles an und dann wird sich irgendwie offenbaren, was tatsächlich ist. Und ist nicht eigentlich das Entscheidende, dass beide auf das Gleiche hinausgehen? Der eine nennt es jetzt Leerheit und im Grunde genommen ist ja aber das, was du auf dem anderen Pfad erkennst, ja auch ne? Klares Licht. Klares Licht ist auch leer. Ja, ja, also bevor... Sind beide Wege. Letztendlich haben sie, wenn man das so sagen darf, natürlich die gleichen Ziele. Erleuchtung, Nirvana oder wie auch immer man das Satori bezeichnet. Aber mir ging es darum, einfach diese verschiedenen Ansätze, wenn auch ein bisschen plakativ, hier erstmal darzustellen. Dass wir einfach dann, wenn wir auf bestimmte Lehren treffen, auch wissen, was da eigentlich im Vordergrund steht, welcher Ansatz da gelehrt wird, dass wir dann irgendwie das besser auseinanderhalten können. Sie zielen beide aufs Gleiche ab und haben auch die gleichen Grundlagen, aber irgendwie gibt's doch dann, ich lese einfach mal, hatte ich mir rausgesucht, einige Zitate, wo man sagen könnte, zum fahrtlosen Dharma, zum Beispiel von dem großen indischen Mahasiddha Tilopa, er sagt, die Lehre, das ist jetzt mit Doppel-E, bedarf keiner Stütze. Ohne sich anzustrengen, gelöst und natürlich bleibend, kann man das Joch zerbrechen und Befreiung erlangen. Wenn man nichts sieht, während man in den Raum hinausstarrt und zugleich der Geist den Geist erschaut, vernichtet man alle Unterscheidungen und erreicht Buddhaschaft. Die Wolken, die über den Himmel wandern, wurzeln nirgends, haben keine Bleibe. Und ebenso wenig die unterscheidenden Gedanken, die über den Geist hinwegziehen. Sobald der Selbstgeist erblickt worden ist, endet alle Unterscheidung. Das war jetzt aus einem bestimmten Doha von dem Meister Tilopa und zum anderen Buch, letztendlich vom chinesischen Schüler eines tibetischen Meisters geschrieben, der Mahamudra-Fibel, heißt es, die wichtigste Instruktion des Mahamudra ist Entspannung. Nur dank vollständiger Entspannung des Geistes kann die Geistessenz erschaut werden. Die Meditationstechnik des Nicht-Anstrengens, Nicht-Mühens oder Nicht-Tuns ist die wichtigste Lehre des Mahamudras. Weiter heißt es, die Basis des Mahamudra ist die Wahrheit über allen Gegensätzen, jenseits von Ja und Nein, von Erscheinung und Wirklichkeit. Der Weg ist das Erblicken des Geistes in seinem Wesen, ohne seine ursprüngliche Natur zu verändern. Oder noch vielleicht weiter vom dritten Karmapa. Die unerschaffene Natur des wirklichen Seins liegt über dem Bereich des rationalen Wissens. Absichtslos und ohne Anstrengung, frei von weltlichen Überlegungen und deren Irrtümern, möge ich gelöst ruhen im natürlichen Seinsstand des Geistes und die befreiende Lehre des Gewahrseins der Geistessenz erleben. Ja, das vielleicht doch sehr eindrucksvolle, inspirierende Zitate, wie ich finde. Kann man das auch eventuell unterscheiden, das materielle Denken und das energetische Denken? Wenn ich rein von der Energie ausgehe, dass alles Energiefluss ist, dann lande ich bei dem fahrtlosen Teil. Aber wenn ich von der Materie ausgehe, finde ich Teile. Und das entspräche auch dem konventionellen Denken. Das materielle Denken entwickelt das konventionelle Denken. Das liegt doch aber nur daran, weil man nicht sieht, dass das Materielle auch im Energiefluss drin ist, aber nur sehr viel langsamer. Unser Leben ist zu kurz, deswegen betrachten wir in der kurzen Zeit das Materielle als ewig. Ja, natürlich hat es dieses gewöhnliche
dualistische Denken auch sehr viel mit unserem Verhaftetsein an materiellen Dingen zu tun und dass wir vermeintlich eben diese materielle Welt als etwas Gegenständliches, Konkretes, voneinander klar zu unterscheidenes erleben und wir sowieso gedanklich, direkt oder indirekt, ständig ja von Materie irgendwie beansprucht werden, darüber nachdenken, etwas selber kaufen, konstruieren oder damit umgehen müssen, dass dieses Hängen oder Überbewerten des Materiellen, des Formhaften eben uns daran hindert, eigentlich auch eine andere Dimension zu erfahren, dass das Formlose, das Immaterielle, weil immateriell oder erstmal noch beim Gegenständlichen ist ja immer mit Raum, Zeit und eben letztendlich antagonistischen, eben Gegenständliches, was gegeneinander steht, verbunden. Und wenn wir jetzt mal sagen, wenn wir alle den gleichen Gedanken hätten, dann gäbe es zwischen diesen Gedanken überhaupt keinen Gegensatz, kein nichts Gegenständliches, weil der Gedanke braucht keinen Ort, er braucht in gewisser Weise nichts Formhaftes, sondern ist gerade immateriell. Dadurch ist schon eine ganz andere Dimension möglich. Und so könnte man auch sagen, wenn wir alle in der ursprünglichen Natur unseres Geistes ruhen würden, würde es zwischen uns eigentlich faktisch auch keinen Unterschied mehr geben. Oder wenn wir auch alle das Gleiche im gleichen Moment erkennen, gibt es eigentlich in dieser Erkenntnis keine wirkliche Verschiedenheit mehr, keinen wirklichen Unterschied. Und wir sind aber so stark aufs Äußere ausgerichtet, dass wir eben sehr stark auch mit Konzepten, Gegensätzen auch geistig agieren und eben in Bereichen, wo es überhaupt nichts zu suchen hat. Und man könnte sagen, das ist jetzt eine Gegenbewegung, dass wir von diesem zu sehr trennenden, widersprüchlichen, gegensätzlichen, materiell orientierten zurücktreten und ja zu diesem immateriellen, formlosen, rein geistigen zurückfinden. Aber da gibt es dann auch Unterschiede, wo einige sagen, ja, die Materie ist nur erdacht, ist gar nicht real, ne? Es ist wie ein Traumgebilde, aus dem wir aufwachen müssen. Wir träumen nur, auch bei Zhuangzi im Daoismus gibt es solche Gleichnisse, genau wie im Buddhismus. Es ist alles nur ein Traumgebilde und wenn wir erkennen, dass es ein Traum ist, wenn wir in dem Moment erwachen und die Vielfalt der Erscheinung als bloße Illusion durchschauen. Und ähnliche, sagen wir mal, Aussagen finden wir natürlich überhaupt bei Mystikern, sogar bei deutschen Mystikern wie Eckhart und Tauler und so weiter. Aber auch bei Nikolaus von Cusanus, der auch ein großer Mathematiker war, das sozusagen mathematisch auch noch beschrieben, hergeleitet hat. Bei Epikur findet man das, glaube ich, auch mit den verschiedenen Kreisen, dass wenn sie übereinander legt, alle das ein und dasselbe Zentrum haben, dass man sozusagen den Mittelpunkt nicht voneinander unterscheiden kann. Ich möchte aber gerne, was die Sichtweise nochmal betrifft, dazu kommen, dass ich persönlich eben eine Kombination von beiden für das Optimum erachte. Als vage Mensch bleibt mir nichts anderes übrig. Und zwar denke ich, dass sich das, dieses einerseits weg von den Konstrukten Gedanken über die andere Seite des Analysieren. Wir müssen unbedingt richtige Konzepte ausbilden. Zwar geht es letztendlich auch darum, das Konzeptuelle zu überwinden, aber wir kommen da nur hin, wenn wir erstmal auf dem Weg die richtigen Sichtweisen intellektuell, verstandesmäßig ausprägen. Wenn man diese beiden Ansätze erstmal sieht, sind sie ja irgendwo teilweise widersprüchlich, teilweise miteinander vereinbar. Und es gab wahrscheinlich, möchte ich einfach mal so behaupten, auch durch historisch bedingte Animositäten eine zu starke Divergenz oder ein zu starkes Auseinanderdriften dieser beiden Positionen.
die wahrscheinlich nie so weit getrennt voneinander sein sollten. Aber das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Ich denke nämlich, dass dieses Analysieren ein wunderbares Sprungbrett dafür bietet, dass man letztendlich in diesen gedankenfreien oder konstruktfreien Raum hineinspringt und das Verständnis, was man vielleicht aus Analyse gewonnen hat, dass man auch mit Argumenten sagen kann, warum die Dinge leer sind, gerade eben ein Hintergrund oder ein Anlass bildet, in unserem Bild bleiben, eigentlich den Schwung liefert, den Anlauf bietet, um dann irgendwann auch solche Meditationen vielleicht durchzuführen, wo man alles auf sich beruhen lässt, nichts Konstruiertes mehr hinzugibt, sondern versucht, die Dinge einfach transparent werden zu lassen, auf nichts weiter handelnd eingeht, nichts ablehnt, sondern alles so belässt, wie es ist, wie mit dem Wasserglas, wo man Analyse nicht weiter verfolgt. Das ist, und dann kann man direkter vielleicht Erfahrung sammeln von einer gewissen Nicht-Dualität, aber kann die dann auch wieder als Bestätigung für das, was man eigentlich verstandesmäßig auch erfasst hat, wieder nutzen und umgekehrt. Dadurch macht auch die Analyse wieder mehr Sinn oder hat sozusagen Erlebniskomponente erfahren. Und so kann sich beides viel besser miteinander verbinden, ergänzen, komplementieren. Und man braucht diesen vermeintlichen Widerspruch dieser Ansätze nicht groß als Hindernis hier weiterführen, sondern kann das im Gegenteil aufeinander beziehen, miteinander verbinden, so dass eigentlich die Sicht dadurch eigentlich einen großen Auftrieb erfährt. Insofern gibt es sicher Möglichkeiten, diesen pfadlosen Dharma mit dem Dharma des Pfades sehr gut zu verbinden, dass wir auch, was unsere tägliche Praxis vielleicht anbetrifft, bestimmte Form haben, wo wir einfach in die Stille gehen, nichts wollen, an uns nichts rumdoktoren wollen, sondern einfach schauen, auch vielleicht wie die Zen-Mönche sind ja auch Daoisten sehr naturverbunden, wo es gerade darum ging, eben den natürlichen Urzustand wieder zu erlangen und nicht künstlich irgendwas zu kreieren, weil Zhongzi zum Beispiel ist das Künstliche eigentlich immer das Böse, also das Entartete, könnte man sagen. Es geht vielfach auch sprachlich darum, zu der Natur, zum Naturzustand, auch dem Urzustand des Geistes zurückzufinden. Und wenn wir hier Übungsphasen, bestimmte Praktiken, Meditationen durchführen, die uns das ermöglichen, einfach nur da zu sein, im Hier und Jetzt, ohne was erreichen zu wollen, ohne dass denn ich da bin, der was erreichen will, dann ist das unheimlich befreiend und gerade in unserer heutigen Zeit dringend erforderlich. Andererseits, wenn wir nur diese Art von Meditation machen, ist es nach meiner Erfahrung auch zu dürftig. Da, es sei denn, wir bringen wahnsinnig viel schon mit, dann mag es gelingen und sehr weit führen. Aber wir müssen uns natürlich auch darauf einstellen, dass wir hart an uns arbeiten müssen, viel aufarbeiten müssen, ganz bewusst auch zum Beispiel Motivation ausbilden müssen. Dass das aber wie zwei Seiten einfach des Seins sind. Wir können ja immer verschiedenen Ebenen von auch Vita kontemplativer, Vita aktiver sprechen oder christlichen Benediktinerorden von Ora et Labora, da hat man immer so diese aktive und mehr der ruhende Part. Oder in unserem Nervensystem haben wir ja auch einen Sympathikus und Parasympathikus. Oder wir kennen alle, dass wir eine gewisse Anspannung zeitweilig brauchen, aber das muss dann auch durch Entspannung wieder komplementiert werden. Wenn wir nur entspannt sind, ist wahrscheinlich auch nicht gut. Dann verkümmern irgendwann die Muskeln. Aber nur angespannt zu sein, das ist tödlich, kostet uns viel Kraft und
wird alle möglichen Krankheitsbilder heraufbeschwören. Insofern haben wir sowieso im Leben immer diese beiden Seiten. Und man kann auch sagen, von unseren Gehirnhemisphären haben wir auch die linke und rechte Gehirnhälfte, die sehr unterschiedliche, sagen wir mal, Modi mit sich bringen. Die sind ja durch diesen Balken miteinander verbunden, aber eigentlich sagt man, sind die ziemlich unterschiedlich. Also linke Gehirnhälfte hat zwar dann mit unserer rechten Hand und rechte mit unserer linken Hand zu tun, aber dieses linke Gehirnhälfte ist eher, man könnte fast sagen, hat was Feminines an sich, ist eigentlich nicht so sehr in Gedanken und sonst was verstrickt, ist mehr so das Emotionale und Hier und Jetzt. Wenn andere Gehirnhälfte mehr das Planerische, Abstrakte und Handlungsbetonte in sich trägt. Wenn wir beide miteinander versöhnen, beide miteinander verbinden und beide natürlich ihre Rechte und ihre Aufgabenbereiche belassen und die klar erkennen und sozusagen nutzen, dann kommen wir relativ weit. Aber wenn wir jetzt nur die eine Seite überbetonen, die andere verkümmern lassen, dann wird es irgendwann sehr kritisch für uns und vielleicht auch für unsere Umwelt. Dann werden wir relativ unausstehlich. Zu guter Letzt möchte ich aber noch einen anderen Aspekt ansprechen. Und zwar hatten wir vorhin ja schon Tantra genannt. Für die, die vielleicht nicht so damit vertraut sind, müssen wir eigentlich sehr weit ausholen. Aber ein wichtiges Prinzip im Tantra ist, dass man eigentlich das Ziel, was man anstrebt, im Mahayana oder im Tantrayana ist es die Buddhaschaft und man könnte sagen die vollständige Erleuchtung, dass man die in einem bestimmten Praxisrahmen als jetzt schon gegeben meditiert. Das heißt, man stellt sich in so einer besonderen Form vor, zumindest zeitweilig, wenn einem das gelingt, dass ich eigentlich jetzt schon ein Buddha bin. Ich habe jetzt schon die Vollkommenheiten, Ende des Pfades oder zumindest das Nirvana, die volle Erleuchtung erlangt. Muss aber natürlich immer wieder sehr bewusst sich da hinaufschwingen, dass man überhaupt fähig wird, solche Meditationen, solche Vorstellungen auszuprägen, die auch zu präzisieren, zu stabilisieren. Aber in gewisser Weise ist für mich dieses Prinzip in Tantra auch eine Verbindung von beiden Arten des Dharmas, diesem Pfadlosen und dem Dharma als Pfad, weil hier letztendlich in einem Gesamt Pfad des geheimen Mantras, des Tantrayanas, letztendlich aber schon das Resultat immer wieder vorweggenommen wird und wo man eigentlich dann den Endzustand schon meditiert. Und dadurch wird ja eigentlich ein Pfadsystem unnötig. Man ist schon das, was man anstrebt. Das ist zum Beispiel auch in der Zen-Kunst sehr das Credo, zum Beispiel bei der Kunst des Bogenschießens, dass man eigentlich mehr oder weniger Ziel und Schütze als eine Einheit sieht. Man könnte sagen, irgendwo ist man überzeugt, dass der Pfeil schon im Ziel angekommen ist. Man denkt gar nicht, ich lege jetzt hier als Schütze mit dem Pfeil auf das Ziel an und schieße dann den Pfeil auf das Ziel, sondern die Kunst ist, jetzt eigentlich Ziel und Pfeil schon und Schütze als eine Einheit zu sehen. Egal, ob der Pfeil nun daneben geht oder nicht, das ist eigentlich nicht das wirkliche Ziel, sondern diese Einheit, die man versteht. Ich bin eigentlich schon das Ziel, deshalb gibt es mich gar nicht wirklich. Ich bin ja schon das Ziel, also es ist non-dual. Und im Tantra wird prinzipiell im Gottheiten-Yoga diese Methodik angewendet, dass ich sage, ich bin eigentlich ungetrennt von der Erleuchtung, ich habe diesen Zustand schon erlangt. Deshalb bildet für mich Tantra gerade in diesem Aspekt eigentlich auch so eine Art Brücke, die beide Tendenzen, die auch im Buddhismus ausgeprägt sind, sehr genial miteinander eigentlich verbindet.
beides eigentlich in eine, ja, in eine Praxisform einschließt, miteinander verheiratet, könnte man sagen. Das ist irgendwie auch ganz besondere Vorgehensweise, die selten in anderen Praxisformen so ausgeprägt zu finden ist. Ja. Und ich hatte vorhin, fällt mir jetzt noch ein, ja, von diesem Symposium gesprochen, wo der Dalai Lama zum Beispiel mit diesem Eckhart Tolle, aber auch mit anderen Nobelpreisträgern etc. auf der Bühne sitzt, und da ging es thematisch um Kreativität. Und heutzutage, schon seit vielen Jahren, bemühen sich viele intelligente Köpfe darum, was eigentlich Kreativität ist oder wie Kreativität gefördert werden kann. Und was der Eckhart Tolle da sagte, fand ich eigentlich sehr klug. Und er sagte, ja, wenn man zwar in dieses in die Stille geht, in das Formlose geht, in das Nicht-Konzeptuelle geht, in die Weite sozusagen, dann mag das eben zu einer besonderen Idee oder Kraft, zur Kreativität auch führen, aber nur, wenn eigentlich denn bestimmte Strukturen schon vorher geschaffen worden sind, wenn man, also wie viele Wissenschaftler, die an so einem Problem forschen, schon vielleicht jahrelang sich darüber den Kopf zerbrochen haben. Aber wenn sie dann loslassen, dann kommt oft die zündende Idee. Man könnte jetzt sagen, okay, den ersten Part vergessen wir. Oft haben die auch im Traum irgendwie die Lösung ihres Problems gefunden. Ich weiß gar nicht, wer das Benzolring chemisch erfunden hat. Weiß das einer von euch? Habe ich auch vergessen. Aber von dem heißt es zum Beispiel, der hat das ganz klar im Traum gesehen, also die chemische Struktur praktisch dieses Benzol-Moleküls. Und dadurch konnte er dann sozusagen diese Erfindung machen oder hatte diese Erfindung. Also Erfindung heißt ja auch mehr finden, ne? Aber man findet nur was, wenn man lange gesucht hat. Sonst sind wir wie Bettler, die vielleicht irgendwo Juwel in der Jacke eingenäht bekommen haben, aber nicht darum wissen, dann werden wir es auch nicht finden. Also wir müssen schon irgendwie uns auf die Suche machen, aber dann auch in entsprechenden Momenten wissen, wann wir aufhören sollten, wenn wir innehalten sollten, wenn wir jetzt ein bisschen allegorisch gesprochen in die Stille gehen sollten. Wenn wir zu viel Aktivitäten haben, müssen wir das ergänzen durch Ruhe, Entspannung, loslassen, öffnen, Weite spüren, nicht auf die inneren, äußeren Gegebenheiten eingehen, ihnen nicht nachrennen, sie nicht versuchen zu ändern, sondern einfach alles loslassen. Ganz einfach. Ja, da geht es wirklich um die Einfachheit. Raus aus der komplexen Welt in das Einfache, in das Natürliche. Einfach, Einheit hat auch viel miteinander zu tun. Das übersehen wir natürlich besonders als westliche Menschen, die eigentlich sehr geprägt sind, immer was produzieren zu müssen, uns beweisen zu müssen, veräußern zu müssen. Es ist schon fast, also wir fühlen uns ja schon fast schuldig, wenn wir mal nicht irgendwas tun. Einfach, ja, stellt euch vor, wir setzen uns jetzt mal geschlossen, gut, jetzt wird es schon dunkel, aber irgendwie draußen hier an die Straße mit Stühlen und würden gar nichts machen. Sitzen einfach so in der Reihe. So. Dann würde wahrscheinlich irgendwann die Polizei kommen oder wir würden ins Irrenhaus abtransportiert werden. Dabei ist das eigentlich das Natürlichste, was man machen kann und soll. Einfach, okay, auf der Parkbank, das ist legitim. Da schaut man in die Natur und so, das ist okay. Aber wenn man das an einem nicht legitimierten Ort machen würde, würden alle denken, der ist Malle oder so, da ist irgendwas gehörig falsch gelaufen. Aber wenn wir den ganzen Tag hektisch rumrennen und alles Mögliche versuchen und so einen Stress haben, das ist erlaubt, das ist ganz legitim und so. Also von daher sind wir ziemlich aus der Mitte, aus dem Lot geraten. Es geht manchmal auch Lehrern des Buddhismus nicht anders. Sie sind auch fürchterlich gestresst. Und insofern wäre es sicher gut für uns, wenn wir
in unserem Leben mehr dieses Loslassen mit irgendwo berücksichtigen und eigentlich in die Einfachheit gehen, Einfachheit erlauben. Nicht immer meinen, wir müssen uns noch höher schrauben, noch weitermachen und dies noch lernen und das noch machen, wissen wir auch, aber das ist die eine Seite des Lebens. Andere Seite ist wirklich alles liegen und stehen lassen, vielleicht wirklich im Liegestuhl dann Konzepte, einfach Konzepte sein lassen, nicht hinterherrennen, sie versuchen nicht abzubauen, nicht neue entwickeln müssen, einfach durchlässig werden. Vielleicht können wir das noch die letzten 5 Minuten schnell mal üben, brauchen wir uns auch nicht unter Leistungsdruck zu setzen. Wir gehen einfach mal davon aus, es wird uns sowieso nicht gelingen. Wir dürfen scheitern. Wir müssen in gewisser Weise sogar scheitern. Wir müssen zu wirklich überzeugten Versagern werden. Vielleicht ist das auch die andere Bedeutung von Entsagung, dass wir zu Versagern werden müssen. Wir können, also im Hinduismus gibt es beim Advaita Vedanta gibt es manchmal so einen Ausspruch, ich bin nichts, ich kann nichts, ich weiß nichts. Haben auch viele Mystiker so gesagt. Wenn wir da angekommen sind, oder man könnte auch sagen, ich brauche nichts wissen, ich brauche nichts sein, ich muss nichts tun, das wäre vielleicht für uns erstmal bisschen annehmbarer. Auf jeden Fall für 5 Minuten dürfen wir mal Versager sein. Nichts nutze. Arbeitslose. Ja, das war's von meiner Seite. Zeit ist eigentlich herum, aber wenn ihr noch die eine oder andere Anmerkung habt, möchte das jetzt nicht abbrechen. Allzu lang sollten wir vielleicht nicht machen. Frage. Das reicht, ne? War ja auch ein guter Ausklang. Ja, versucht nicht zu erreichen. Das wäre so, als wenn man ganz angestrengt versucht, sich zu entspannen. Also nichts erreichen klappt, aber das jetzt sich auch noch vorzunehmen. Da wird es dann schon wieder schwierig, ne? Ja, das ist so, als wenn wir ganz verspannt sind, dann hat man eigentlich 2 Optionen. Entweder man macht alles Mögliche, um irgendwie diese Spannung abzubauen, oder man lässt einfach nur los. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Und ja, vielleicht stoßt ihr, wenn ihr buddhistische Literatur oder wie auch immer andere Lehren kennenlernt, dann auf diese 2 Aspekte, könnt vielleicht ein bisschen schauen, wie die vielleicht zu verstehen sind, und vielleicht ja, kommt ihr ja mit den 2 Aspekten dann besser klar. Ja, vielen Dank. Euch einen schönen Abend. Applaus